Wir baden im Luxus. Selbst der Hartz-IV-Empfänger badet im Luxus. Guten Morgen Deutschland, ich muss das einfach mal jetzt hier loswerden. Es ist tatsächlich so, dass wir überhaupt nicht mehr realisieren, was für einem Luxus wir leben. Ja, man hört das immer wieder. Ja, Luxus, ja, man braucht das nicht. Aber es ist so. Ihr braucht keine Zahnpasta. Ihr braucht auch kein Waschmittel. Ihr braucht kein Putzmittel. Ihr braucht so viele Sachen nicht, geschweige denn vom Fernseher oder vom Internet. Das sind alles Sachen, die braucht ihr nicht zum Überleben. Das sind Luxusgegenstände. Und das Problem an dem Luxus ist nicht nur, dass ihr, wenn dieser Luxusgegenstand alle ist, wie das Fit ist alle, oh, ich brauche neues Fit, ich muss wieder Geld ausgeben, dass das an sich erstmal das Problem ist, dass man das wieder besorgen muss, sondern weil das dann eben auch den Kreislauf des Geldes mit ankurbelt. Das bedeutet, um Fit zu kaufen, brauche ich natürlich auch wieder Geld und ich muss Geld verdienen. Und entsprechend muss ich sehr viel Geld verdienen, weil ich im großen Luxus lebe. Jeder von uns lebt in einem sehr, sehr großen Luxus. Selbst der Hartz-IV-Empfänger lebt in einem unglaublichen Luxus. Das ist unvorstellbar, was der von Luxus hat. So, und entsprechend ist die Problematik, das zieht sich wie so ein Teufelskreis um euer gesamtes Leben. Ihr kauft, ihr arbeitet wieder, macht Tätigkeiten, die ihr nicht wollt, einfach um viel Geld zu verdienen. Viel Geld, und ich meine viel Geld. Viel Geld sind 800-900 € im Monat. Das ist viel Geld. Das müsst ihr verdienen. Und das könnt ihr nur verdienen, wenn ihr Sachen macht, die ihr gar nicht wollt. Sachen, die keinen Spaß machen. Nur um das zu verdienen. Ja, um wenigstens meinen Lebensstandard zu machen. Aber wer definiert denn der Standard? Was ist denn der Standard? Der Standard ist das, was ihr überall in den Medien sieht. Das ist normal, dass man Zahnpasta hat. Dass man Putzmittel benötigt. Und so weiter. Das ist normal. Und das hat sich in unseren Köpfen total verfestigt. Und entsprechend arbeitet ihr eben Sachen und macht Sachen, die ihr überhaupt nicht wollt, die euch nicht gut tun. Oder eben diesen Kreislauf immer wieder befeuern. Ihr müsst das aus eurem Gehirn mal rausbekommen. Leben heißt überleben, dass ihr erstmal überlebt. Und das, was das Leben so schön macht, das macht das Leben nicht so schön. Das konditioniert euch, das führt euch in Dinge, die eben nicht schön sind, die euch nicht zufrieden macht. Was denkt denn? Warum die ganzen Leute, die Armen, diese Brahmanen oder was in Indien, diese Asketen und so weiter, warum das freiwillig gewählt wird? Weil die alle doof sind. Unterhaltet euch mal mit solchen Leuten, die sind nicht doof. So, und das ist einfach, weil sie einen gewissen Grad an Erkenntnis gewonnen haben, einen gewissen Grad an Bewusstheit. Das ist aber für uns auch möglich. Wir müssen einfach nur mal wieder in uns selbst gehen, einfach alles ausblenden, was ist und wirklich erfahren, was real ist. Und wenn ihr das macht, euer Leben macht so einen Quantensprung nach oben, so einen Quantensprung. Das ist ja auch genau das gewesen, wo ich vegan geworden bin. Ich habe ja verzichtet auf so viel total verzichtet. Ne? Kommt ja von überall her, wenn ihr vegan wird, verzichtet ihr auf so viel. Aber ihr lebt bewusster. Ihr lebt einfach bewusster. Ihr realisiert verschiedene Dinge. Und das müsst ihr weiter treiben. Nicht nur vegane Ernährung. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, um komplett zufrieden zu sein. Und nicht irgendwie so ein Gefühl in sich zu haben. Unzufriedenheit oder Antriebslosigkeit oder sonst irgendwas. Um das wegzubekommen aus eurem Körper, müsst ihr bewusst werden. Und ihr müsst euch wirklich bewusst werden, dass es eine Sache gibt, die wichtig ist, das ist, dass man überlebt. Alle anderen Sachen ist Luxus. Und dieser Luxus, der muss überdacht werden. Kann man sich diesen Luxus leisten und nicht leisten, indem man einen Job macht, indem man einer Arbeit nachgeht, die man eigentlich nicht will, sondern kann man sich den wirklich leisten, dass man trotzdem zufrieden ist. Wer im Monat, weiß nicht, 10.000, 15.000 Euro verdient, der kann sich Zahnpasta ohne Probleme leisten, der muss darüber nicht nachdenken. Wer aber im Monat nur 2.000 oder 3.000 Euro verdient, gut, ja, wahrscheinlich auch noch. Aber nehmen wir mal das Beispiel 1.000 Euro, das ist so das, was so die wenigsten Leute verdienen. Bei uns im Osten gibt es auch noch sehr viele, die weniger verdienen und trotzdem noch aufstockend ihr Arbeitslosengeld 2 beantragen. Aber soll jetzt nicht das Thema sein. Aber nehmen wir mal zum Beispiel, da ist Zahnpasta überhaupt nicht notwendig. Es reicht vollkommen aus, mit Wasser sich die Zähne zu putzen, vielleicht noch ein bisschen Schleimkreide zu nehmen oder sowas. Aber es reicht im Endeffekt vollkommen aus, wenn man sich natürlich auch gesund ernährt, nicht irgendwelche Scheiße, irgendwelche scheiß Kaffee, scheiß Rauchen, was auch immer Scheiße ist. Alles das, was sozusagen auch die Zähne noch angreift, Süßigkeiten, alles das. Das möglich, braucht man nicht. Wenn man sich nur zum Beispiel von Wildkräutern ernährt oder von wilden Gemüse auch oder Gemüse, normales Gemüse, Wildkräuter, dann braucht man theoretisch einfach nur Wasser. Das reicht vollkommen aus. Ne? Und überlegt euch das wirklich mal. Werdet euch das bewusst. Das Geld, es gibt so einen Spruch, der fällt mir leider nicht ein, weil ich wieder total beschissen vorbereitet bin. Aber da gibt es so einen Spruch, man arbeitet für was, was man eigentlich gar nicht braucht, nur um sich das wieder kaufen zu können oder sowas. Aber das ist eine ganz wichtige Sache. Ihr lebt im Luxus. Ihr müsst euch das wirklich bewusst werden. Wirklich, der Armste der Armen in Deutschland,
immer der am Existenzminimum lebt, der obdachlos ist und sagt, nee, ich habe keinen Bock Geld zu verlangen vom Staat, der lebt wahrscheinlich wirklich in Armut und da mal außen vor. Aber jeder, der im sozialen System in Deutschland drin ist, das heißt, ich gehe vom Existenzminimum aus in Deutschland, das sind 350, oder ich weiß nicht mehr aktuell, was Hartz IV genau, was das für ein Satz ist, auf jeden Fall Miete, Heizung wird da komplett bezahlt plus 350, 400 Euro glaube ich. Und das ist Luxus, das ist der pure Luxus. Und ihr müsst wirklich bei jedem, das ist wieder so eine typische Sache der Bewusstheit, bei jeder Sache, die ihr in der Wohnung habt, mal schauen, braucht ihr das zum Überleben und könnt ihr das eventuell darauf verzichten, ist es notwendig zum Überleben. Und dann, und ich wiederhole mich da gerne, ist es nicht, dass ihr dann sagt, oh, ich muss verzichten, dieser Verzicht, da bringt euch was, weil ihr dieses Geld nicht dafür immer wieder ausgeben müsst, weil es diesen Kreislauf nicht immer wieder anfeuert, dass ihr eine Tätigkeit nachgehen müsst, irgendeiner bestimmten Tätigkeit, die ihr vielleicht gar nicht wollt. Macht das, was ihr wollt, wo ihr wirklich Glückseligkeit drin findet. So, und kauft nicht die Dinge, die euch nur dazu führen, diese Dinge wieder zu kaufen, und weil sie konditioniert sind und weil man das so braucht. So, und das ist mein wirklich wichtiges Statement heute. Ich hatte gestern eine Diskussion, ich habe mich so dermaßen geärgert. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, wo derjenige so erzählt hat, ja, und ich muss wieder aufs Geld gucken und ich kann mir das nicht leisten und das nicht leisten. Und mir wurde so schlecht, wo ich den Redner höre. Das ist, ich habe total das Bewusstsein verloren. Und ich kann natürlich in der Diskussion versuchen, ihn darauf aufmerksam zu machen, aber dann... Der Mensch ist so drin in seinem, jedes muss von sich selbst herauskommen. Hier bei YouTube, wenn ihr mir zuhört, ihr habt die Möglichkeit, das Video anzunehmen, wegzuklicken und vielleicht irgendwann mal so für euch, wenn ihr die Zeit habt und die Zeit reif ist für euch, da wirklich mal klar drüber zu überlegen, dass ihr im absoluten Luxus lebt. Den absoluten Luxus. Und ich meine jeden in Deutschland. Wirklich jeden. Ausgenommen der Obdachlose, der sich aus dem sozialen System rausgezogen hat. Ansonsten lebt jeder in einem unvorstellbaren Luxus. So, und wenn ihr das realisiert habt, dann seid ihr einen Schritt weiter. Und dann kommen nicht mehr die Sachen und die Gedanken, ah ja, negativ und auch, ich will nicht zu weit gehen und ich gehe auch nicht zu weit. Nein, ich gehe jetzt nicht zu weit. Das wollte ich auf jeden Fall mal jetzt hier loswerden. Des Weiteren, ich habe jetzt, morgen für euch jetzt, veganes Grillen. Und zwar in meinem Garten. Habe ich wieder eingeladen. Da kommen, wie gesagt, wieder Veganer und der Joachim kommt eventuell auch wieder, also von Frankfurt zum Grillen. Also ist schon echt heftig, heftig. Und ja, und da habe ich mal eine ganz spezielle Spezialsache vorbereitet. Und zwar habe ich ja den Pizzateig, und ich habe den Pizzateig diesmal aus Vollkorn Dinkelmehl gemacht und versuche auf dem Grill Pizzas zu machen. Und ich weiß natürlich, dass meine veganen Freunde, die zugegen sind, teilweise sind sie auch rohköstlich unterwegs, aber der überwiegende Teil ist vegan, dass wir ein bisschen ein Glutenproblem haben. Und von daher habe ich eben den Pizzateig reichlich viel gemacht, damit ich schön. Nein, es geht einfach darum, ja, auch immer mal so ja, ein bisschen auszuprobieren und nicht immer so auf die Gesundheit zu achten und im Rahmen, ne? Also wer glutenunverträglich ist, na, für den ist das natürlich nichts, aber ja, man soll es ja einfach nicht so haben und ja, da bin ich dann immer ja, derjenige, der dann bei dem veganen Grillen für die ungesunden Dinge zuständig ist, und mittlerweile ist ja die ungesunden Dinge ein vollkommen Dinkelmehl, das ist auch immer so relativ, wenn ungesund vor einem halben Jahr, das war da was ganz anderes. Auf jeden Fall möchte ich Pizza auf dem Grill machen oder so Pizzabrötchen und sowas. Ich habe so einen riesen Teig gemacht, ein Kilo Vollkorn-Dinkelmehl, und das werde ich jetzt sozusagen mit in den Garten nehmen. Und dann bin ich sehr gespannt und wird es dann sicherlich auch Videoimpressionen geben, inwieweit das was geworden ist, inwieweit man eine Pizza auf dem Grill machen kann oder Pizzabrötchen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall habe ich jetzt gleich das vegane Grill, da freue ich mich drauf. Und des Weiteren noch eine ganz kurze Anmerkung für die Leute, die planen, zum letzten Rohkost-Potluck diesen Jahres zu kommen. Am 10.10. findet nochmal in Leipzig im Agrarpark ein Rohkost-Potluck statt, wo also jeder hinkommt, was Rohköstliches mitbringt, frisches Obst, frisches Gemüse, ein Salat, was richtig zubereitet ist, was auch immer. Und das ist das letzte Mal, und da kommt der ein oder andere dann doch, der das ganze Jahr überlebt hat, auch wenn es dann wahrscheinlich schon etwas kälter ist und nicht mehr ganz so schön warm und fluffig von weiter her. Und eine Frau kommt aus Münster, und die würde gerne sozusagen auch gemeinsam fahren, weil es sicherlich mehr Spaß macht und ja, vielleicht auch in Kosten teilen. Wie auch immer, auf jeden Fall von Münster gibt es sozusagen jetzt eine Mitfahrt Gelegenheit Richtung Leipzig. Das heißt, wenn ihr auf der Strecke liegt oder direkt aus Münster kommt, dann meldet euch bei mir, ich leite das dann weiter.
Und das ist die Marianne, die unten auch immer oft mal kommentiert, und vielleicht könnt ihr da auch direkt in Kontakt kommen. Auf jeden Fall, also wer da nochmal zu dem Rohkost-Potluck mit möchte, aus dem, das ist ja quasi der Nordwesten des Landes, der am 10.10. gibt es da eine Mitfahrgelegenheit. Das wollte ich an der Stelle nur nochmal erwähnen. Ansonsten werdet euch bewusst über den Luxus, den ihr habt. Werdet euch wirklich darüber bewusst, und ihr werdet, euer Leben wird glücklicher, ihr werdet zufriedener, wenn ihr euch dessen bewusst seid. Und wenn ihr darauf auch verzichtet, das ist kein Verzicht in dem Sinne. Das ist einfach nur eine Arbeit gegen die Konditionierung. Ihr verzichtet nicht auf Fit und euer Leben ist dadurch schlechter, sondern ihr verzichtet auf eine Konditionierung und ihr entscheidet dann, könnt viel zufriedener leben, weil ihr viel weniger Geld braucht und viel mehr euch selbst verwirklichen könnt und euch selbst auch erfahren könnt, mehr Zeit für euch habt. Versucht aus diesen Kreisläufen auszubrechen, was man alles so braucht, um am Existenzminimum zu leben. Das ist ja der Vorteil in Deutschland, dass das berechnete Existenzminimum die Konditionierung schon inkludiert. Das heißt, wir haben einen berechneten Luxus. Unser Existenzminimum ist der absolute Luxus, weil die Gesellschaft im absoluten Luxus lebt. Na? Also von daher, werdet euch der Zusammenhänge bewusst und euer Leben explodiert vor Glückseligkeit, vor Freude und ihr wisst gar nicht mehr, wohin mit eurer Energie, mit eurer Freude, mit eurer Zufriedenheit. Und es lösen sich so viele Probleme dann von alleine, aber ihr müsst euch dessen bewusst sein. Ihr müsst euch dessen wirklich mal bewusst sein. Und ja, ich würde es in euch reinkloppen gerne, aber es ist halt nicht möglich. Es muss jeder für sich selbst irgendwie einen Zugang finden. Aber vielleicht seht ihr das als Inspiration, als kleine Anregung. Ich hoffe das und wünsche euch weiterhin ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.